Also sieht das geil aus, aber natürlich für einen Fünfer pro Nase. Muss man sich für sowas entschuldigen? Nee. Außer ich meistens. Oh. Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Wir hatten ja gerade erst ein Video, wo man überlegt hat, oder geguckt hat, ob man mit 20 Euro 24 Stunden grillen kann. Das kann man natürlich tun. Jetzt habe ich mir überlegt, wie viel Geld kann man ausgeben für eine Grillparty? Aber ihr habt es ja am Thumbnail schon gesehen, 5 Euro. Klar. Also, 5 Euro. Grillparty, also pro Person 5 Euro und wir haben jetzt mal angenommen, wir haben 10 Leute, das ist so unser Plan, also für 10 Leute mit 50 Euro eine richtig schöne Grillparty schmeißen. Also, alles was auf den Grill kommt, plus Beilagen, also ein bisschen Salat, so ein bisschen so Brot, ob man damit auskommt. Die Tränke, klammer ich da mal aus, weil notfalls bringen die Leute, die zur Grillparty kommen, ihre Getränke mit. Man weiß ja nicht, was die so wollen, ne? Ob so ein Kasten Oettinger da reicht oder ob das direkt ein Dom Perignon sein muss. Da ist die Spannweite relativ groß. Von daher werden wir uns jetzt an die Einkäufe machen. Ein paar Ideen habe ich schon. Mal gucken, ob ich die umsetzen kann. Und wir sind jetzt in einem großen Supermarkt. Der ist so groß wie ein Land und fängt mit K an. Den werden wir jetzt überfallen. Und mal gucken, was wir da rauskriegen. So, also das sind unsere Einkäufe, die wir hier haben. Und ich muss gestehen, ich musste noch einen kleinen Switch machen, weil ich hatte einen Camembert zu viel und hatte eigentlich den nicht zu viel, aber ich hatte Fleischsalat vergessen. Deshalb haben wir die 49,74 auch sehr nochmal unterboten, weil ich den jetzt zur Seite lege, den Ehenkammbär, und dafür den Fleischsalat dazu packe. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal alle neue ausbuchen, einbuchen. Wichtiges Ziel ist erreicht. Und direkt nach dem Einkaufen bin ich schon hier in meiner kleinen Grillhütte und zeige euch mal so die Ergebnisse, was ich daraus schon gemacht habe. Also wenn ihr die genaue Einkaufsliste haben wollt, www.klausgrill.de, da ist es, was ich gekauft habe. Das ist jetzt, also könnt ihr überall woanders kaufen. Also im Prinzip total easy. Und zwar, ich habe schon mal zusammengerechnet, wir haben so 3,8 Kilogramm Fleisch und Wurst, das reicht für 10 Leute locker. Also ich habe hier ein bisschen mit ein bisschen Gyroswürzer, den Schweinenacken behandelt, den habe ich vorher in ganz dünne Streifen aufgeschnitten, so ein ganz dünne, dass wir ein paar schöne Gyros-Grillis machen. Damit haben wir praktisch unseren Fleischanteil schon mal schön dabei, das schmeckt auch jedem. Und keine Grillparty ohne Mini-Berner-Würstchen und ein paar Bratwürste. Wir mussten jetzt ein bisschen aufs Geld achten, deshalb haben wir die günstigsten genommen. Die zwei Camembert, also eigentlich waren drei, aber jetzt habe ich noch zwei. Da habe ich oben den Deckel grob abgeschnitten, das sollte reichen. Den Joghurt und die Gurke habe ich mit ein bisschen Knoblauch, weil ich noch da hatte, ein bisschen Tzatziki-Würze, habe ich einen kleinen Tzatziki angesetzt. Dann die Lieblings-China-Nudeln, die hier, die nehmen wir einfach für die Pfanne. Und da machen wir noch ein bisschen Klausi-Goreng nachher zu, ein bisschen Sojasauce, also sind die auch fein. Und was ich sehr cool finde, ist, wir haben ja hier die Nudeln, die habe ich schon gekocht. Und Fleischsalat. Damit machen wir den faulsten, dümmsten, schnellsten, einfachsten, billigsten Nudelsalat der Welt. Und was ich persönlich sehr, sehr geil finde, ist ein bisschen Grillgemüse. Und da mag ich sehr gerne so angebratene Gegrillte, wenn die auch noch ein bisschen Knack haben. Zwiebeln, die habe ich mit Oldschool-Griller-Kräuter, hatte ich auch noch da gewürzt. Und Paprikas habe ich hier noch und ein paar Frühlingszwiebeln, die wir machen. Und als Beilage habe ich hier noch 4 Brezeln und 2 große Baguettes. Und jetzt, was wir natürlich immer brauchen, ein scharfes Messer und ein Brett. So, fangen wir mal an, unseren Grill zu bestücken. Also Grillpfanne mit den Nudeln kommt mal hier hin. Dann oben einmal jeweils die beiden Camemberts ruf. Temperatur hat er jetzt 300 Grad. Können wir ein bisschen runter gehen, das ist ganz fein. Legen wir da schon unsere Zwiebeln hin. Hier drüben machen wir unsere kleine Gemüseecke mit unseren Paprikas. Die können da immer richtig schön, die können richtig dunkel werden. Daneben packen wir unsere Frühlingszwiebeln. So, was ich jetzt mache, dass wir jetzt einfach mal locker mal anfangen, unsere Grillis hier, dem ein bisschen Farbe zu geben, Stück für Stück. Also ihr seht, ganz easy grillen, ohne große Kopfstände, den die immer von jeder Seite richtig schön Farbe. Mehr brauchen die nicht, weil die sind ja so dünn geschnitten, dass man auch ja kein Hackwerk macht. Man grillt die wirklich durch, ja, so durch, wie man sie nur kann. Und das ist der gesamte Zauber daran. Hier drüben haben wir noch ein bisschen Platz für ein paar Würste. Also packen wir jetzt mal richtig voll den Grill. Aber für 10 Leute, ja, die haben ja auch Hunger. Aber das Schöne ist, das sind alte Sachen, die... Oh, packen wir die jetzt hin. Komm, ich schmeiß jetzt mal hier drüben hin. Das sind ja auch alle Sachen, die sehr gnädig sind. Also mit gnädig meine ich, du kannst da nicht viel falsch machen. Ne? Bei einer Grillparty fange ich jetzt nicht an, irgendwie einen großen Zauber zu machen, wo Dinge schief gehen können, sondern einfach ganz bodenständig grillen. Das ist, was die meisten ja auch erwarten. So, ich meine, drehen wir die Grillis schon mal um. Ihr habt gesehen, also der Nacken, den ich da hatte, das war wirklich aus einem Sonderangebot mit einem roten Pepper drunter. Da ist natürlich, kann man davon ausgehen, dass das Fleisch sich ein bisschen zusammenzieht, da hat man ein bisschen Verlust bei. Aber wir hatten ja eine Preis-Challenge und nicht die Qualitäts-Challenge. Wenn ihr wollt, können wir auch mal das geilste Grillbuffet, also No Limits machen. Und dann
Schreibt es runter in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Dann drehen wir hier auch schon mal die Würste. Dann unsere Nudeln. Schon mal immer, die werden schön schnell warm und weich. Das ist cool, das ist ein Produkt, was eigentlich schon vorher fertig ist. Und ja, ich warte, bleibt eigentlich immer beim Sushi-Essen übrig. So ein bisschen Sojasauce. Die kommt da gleich mit drauf. Eben mal umrühren. Liebig. So, wir sind wieder alle an dem Platz. Deckel zu. Und der Nudelsalat ist, es tut mir leid, es ist wirklich wie er ist. Also, nimmst du die Nudeln, nimmst du einen Wurstsalat. Fleischsalat. Genau, nimmst du den Fleischsalat und vermischt das halt miteinander. Kalte Nudeln, kalter Fleischsalat. Eben mal ordentlich durchgemischt. So, und fertig ist die Laube. Muss man nicht, ganz ehrlich, riecht wie Nudelsalat, sieht aus wie Nudelsalat, oder? Das Schlimme ist, schmeckt auch wie Nudelsalat. Muss man sich für sowas entschuldigen? Nee, eigentlich nicht, weil das sind Lifehacks. Und ich weiß, ja, wenn Oma einen Nudelsalat macht oder man kümmert sich in aller Liebe um so einen Nudelsalat, dann hast du da keine Industriewurst drin und keine Industriemumpe. Aber hier, ganz ehrlich, wenn das Ding auf dem Tisch steht und du isst das, merkt den Unterschied keine Sau. So, die erste Lage habe ich schon nach oben gepackt. Die anderen kommen jetzt dran. Also riechen tut das hier schon ganz hervorragend. Oh, so muss Grillen aussehen, oder? Die Lauchzwiebeln sind schon soweit, die können wir schon mal zur Seite legen. So, die Paprikas können auch nach oben, die haben schon ein bisschen... okay, die können noch einen kleinen Ticken hier. Knacken schön, das ist geil. Die kommen auch langsam in Fahrt. Unsere Nudeln sind soweit. Hier mal einen kleinen Fehler mache ich auch. Und zwar die Wurst hat zu nah an der Schüssel gelegen. Da kam die ganze heiße Luft hoch. Hier haben wir leider Gottes eine Brandenburger. Naja, gibt ja immer Menschen, die sowas auch mögen. Hoffen wir, wir haben ihn dabei. Hier ein bisschen Klausig Oreng rüber. Dann noch immer durchmischen. Und das Schöne ist, wir haben schon einen Abnehmer für die dunkle Wurst gefunden. Lars, freiwillig, oh, oder? Lecker. Ohne väterliche Ansage. Direkt gesagt, die dunkle Wurst ist meine. Wollte er unbedingt haben. So, und guck mal hier, China-Nudeln sind auch fertig. Schon davon sind drei Leute satt. Berner Würste hätten wir fast vergessen, aber meine Frau gerade darauf gekommen, weil die nämlich sehr, sehr gerne isst. So, guck mal, unsere Camemberts werden dick. Das ist der Moment, wo die auch runter können, beziehungsweise auch müssen. Sag ich mal, hier, der ist schon schön weich geworden, so muss das sein. Ja, herrlich. Der auch. Dann kommt gleich ein bisschen Preiselbeere rüber. Der wird jetzt auf dem warmen Camembert so ein bisschen wegschmelzen. Da kann man sich nachher mal schön mit dem Löffel was rausnehmen, so wie man gerade Bock hat. Runternehmen, alles ansortieren, da wo du es haben willst, ein bisschen schick machen. Normalerweise mag ich noch Salat runter bei so einer schönen Grillplatte, aber Budget war nicht da, ne? Mal packen wir jetzt schön unsere Grillis hier vorne vor. Also ganz ehrlich, geil. Oh, dann kommt unser Zwiebelfännchen, die haben noch so ein bisschen Biss drin. Das mag ich ganz gerne. Die schön dazu. Oh, herrlich. Sehen auch keinen. Ah, gut, ich muss festgeklebt. Aber wir retten sie, versprochen. Ach, da ist sie. Also sieht das geil aus, oder das für einen Fünfer pro Nase. Ich fange mal hinten einfach mal mit dem Camembert an. Das mag ich sehr gerne. Ah, naja, muss man halt schnell sein, aber ich ist ein bisschen zu langsam. Der wird langsam wieder fest. Aber na gut. Wir mussten noch Fotos machen, weißt du? Naja. YouTuber ist immer kaltes Essen. Ja. Außer ich meistens. Oh. Gut. Warmer Camembert und Preiselbeer ist jetzt keine Überraschung. Wie alle hier nicht. Was ich immer sehr geil finde, sind diese halb angebratenen, diese Mischung von diesen gebratenen, halb rohen, so ein bisschen so. Essen die in der Türkei super gerne oft. Hier, komm, ich schneide mir noch ein Stück Grilli ab. Und ihr seht hier, so würde ich das jetzt, Messer steckt noch am Brett. Nee, so würde ich das jetzt als Buffet anrichten für 10 Leute. Kannst du da was wegnehmen, komm ich. Lass mir ein Klettstück hier durch. Also, Gyros-Grilli. Ach komm, ein bisschen Tzatziki oben drauf. Liebe armen Leuten. Also, auf euch rinne in die hohle Birne. Schön. Also, aber, Abzug in der B-Note ist für mich, ich bin ja sehr gut mit Schweinefleisch gewöhnt. Und jetzt habe ich mal so einen Aktionsnacken gegriffen. Da ist meine Erwartung, die ganz Schweinefleisch habe, natürlich nicht erfüllt. Wenn jetzt Gäste haben, die nicht so tief in der Materie stecken, tut es soweit ich persönlich. Ich nehme noch ein anderes Ende, irgendwie wird das vielleicht hier noch besser. Leider nicht. Klassischer Stressnacken. Also von der Textur her, na, vielleicht noch auf 6 Euro hochgeht.
Dann hast du schon einen schönen Beef Bandits Nacken mit dabei. Tatsächlich ist aber großartig. Und die Würste lasse ich den anderen, Paprika auch. China-Nudeln hier ist immer schöne Sättigungsbeilage, die ich. Ein furchtbar schlimme Convenience-Produkt, schmeckt aber wie original. Und du musst ja Nudelsalat noch kosten. So, und hier immer den Nudelsalat. Das ist einfach schmutzig. Das ist einfach schmutzig und respektlos gegenüber Nudelsalat sowas zu machen. Und das Schlimmste daran ist, dass es einfach sehr gut funktioniert. Ist einer der besten Nudelsalate, die ich kenne. Leider. Also, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, Schellen ist bestanden mit leichten Abzügen. Also Gourmet-Grillen, ja, schwierig. Wahrscheinlich muss man an dem Nacken mal ein bisschen arbeiten. Vielleicht irgendwas weglassen. Aber 5 Euro für eine Grillparty mit ordentlich Fleisch. Ich würde sagen, das kriegt jeder hin. Und ihr könnt immer runterschreiben, was euch am besten gefallen hat an dem Video. Ob es der Nudelsalat war oder der Camembert oder die Zwiebeln oder was auch immer. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Fans Grill, Barbecue. Macht's gut. Und wenn ihr Bock habt auf ein Abo, lasst ein Abo da oder eine Mitgliedschaft, auch das supportet, immer möglich, direkt hier unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.